Freunde des gepflegten Schreibens, hier ist wieder euer Witty aus der Füllerbubble und heute zeige ich euch, wie ihr einen kratzenden Füller in vielen Fällen wieder weich schreiben lassen könnt. Obligatorischer Disclaimer, ihr tut das auf eigene Gefahr. Okay, die Ausgangslage ist, der Füller kratzt beim Schreiben über das Papier, man fühlt es, man hört es. Und in den allermeisten Fällen liegt es daran, dass die beiden Federschenkel nicht auf einer Höhe sind. Das Feder Conforme liegt dann nicht gleichmäßig auf, sondern eine scharfe Kante schiebt sich vor und kratzt über das Papier. Um das zu prüfen, schaut euch die Feder am besten unter der Lupe an. Ich folge Richard Binders Methode und halte meinen Füller, wie bei ihm beschrieben, mit dem Tintenleiter nach oben in meinem gewöhnlichen Schreibwinkel und blicke von vorne drauf. Hier könnt ihr sehen, ob es eine scharfe Kante gibt, die herausragt. Und wichtig, betrachte die Feder dabei wirklich aus eurem Schreibwinkel. Es kann nämlich gut sein, dass die Federschenkel im 45-Grad-Winkel beispielsweise gut justiert sind, in eurer Schreibposition aber trotzdem eine scharfe Kante hervorragt. Die Lösung des Problems ist jetzt, einen der beiden Federschenkel vorsichtig und gefühlvoll, also lieber zu wenig Druck ausüben, ein paar Mal überprüfen und nicht mit roher Brutalität vorgehen, vorsichtig und gefühlvoll zurechtzubiegen, bis die beiden Schenkel wieder auf einer Höhe liegen. Mein Tipp ist, geht dabei langsam vor, schreibt immer wieder Probe. So minimiert ihr die Chance, dass ihr irgendwas an eurer Feder kaputt macht. In den allermeisten Fällen schreibt die Feder jetzt auch wieder weich und kratzfrei. Sollte es trotzdem noch Probleme geben, dann liegt wahrscheinlich ein schwerwiegenderes Problem mit dem grundsätzlichen Schliff des Federkorns vor und ihr solltet euch entweder an den Hersteller oder an einen professionellen Federmeister wenden. Links zu ein paar der bekannteren Federmeister findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Euch weiterhin viel Spaß beim Schreiben. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Macht's gut, euer Witty aus der Füllerbubble.